Grüß euch Gott, alle miteinander. Heute mal ein musikalischer Start mit dieser Spieluhr und dem netten kleinen Liedchen. Sie werden ja wohl die meisten erkannt haben, was für ein Lied es sich handelt. Und das spiele ich nicht zufällig, das Liedchen. Das hat einen gewissen Grund und den Grund zeige ich euch gleich. Der Grund liegt nämlich hier in diesem Körbchen. Da liegt da der Grund. Das ist ein kleiner Bub. Freihandmodelliertes Unikat von mir. Ich habe es bereits einmal gezeigt, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wird es ein Junge, wird es ein Mädchen. Ich habe mich jetzt entschieden, es ist ein Junge geworden. Und er heißt, wie man hier dem Bändchen entnehmen kann, das ich gemacht habe, Augustin. Das ist der kleine Augustin. Daher auch das Lied der Spieluhr, O du lieber Augustin. Ich habe mich dafür entschlossen, aus dem Ock doch einen Buben zu machen. Das hing in erster Linie mit der Haarfarbe zusammen, weil das ist ja so ein Rotblond. Und das gefällt mir besser in Farbkombination mit so dunklen Farben. Also dieses Dunkelblau-Grau, finde ich, macht sich ganz gut in der Kombination mit diesem rötlichen Haar. Gefällt mir einfach, gefällt mir besser. Für die, die nicht wissen, um welches Oak es sich handelt, ich zeige es gern. Ja, das ist derjenige, der die Klappe offen hat, der das Mündchen offen hat und gerade gähnt. Ich hatte es gezeigt. Da sieht man nochmal, wie er in dem Körbchen liegt. Und wenn einen stört, dass der Mund dauernd offen ist, dann kann man ihn schnell quasi ruhig stellen, indem er den Schnuller reinbekommt. Er ist angezogen wie ein richtiger Bub, mit dem Jeanshöschen. Ich habe keine Söckchen angezogen, weil mir gefällt das immer so gut, wenn da so die nackigen Füßchen rausschauen. Ja. Und weil es doch noch nicht ganz so warm ist, irgendwo muss man ja warm anziehen, hat auch ein dünnes Strickjäckchen bekommen. Das ist er, der kleine Augustin. Und der Spielurfreund von ihm, der sein Lied singt. Ich bedanke mich für den Besuch, wünsche alles Liebe und Gute und sage, wie immer, bye bye.